Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Auf der Spur von Kellogg sind wir immer noch. Ah ne, ich darf hier nichts mehr mitnehmen. Außer das hier, das geht gerade noch so. Kommen wir ihm endlich näher. Ist es endlich soweit? Den darf ich nicht mitnehmen. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Für was soll ich denn gehen? Hast du etwa Angst? Hier habe ich ja das Passwort bereits schon. Das habe ich ja eingesammelt, das ist super. Tür öffnen. Also hier hinten ist anscheinend der Waffenraum. Okay. Ah ne, den Schlosshammer brauche ich natürlich nicht. Ich bin auch wieder mal so blöd. Stimpak. Ah! Jetzt habe ich ja gerade zwei Boxen Haarklammern eingesammelt. Kann ich ja hier gerade wie so verbrauchen. Oh! Mini-Atombomben, okay. Laserpistole. Also wie der Munition hat hier. Das ist ja unverschämt. Und wir haben teilweise nichts. So. Die hier. Die Fat Man brauche ich nicht. So, das machen wir auch noch auf. Nur damit wir wissen, was da drin gewesen wäre. Geschafft. Waffen. So, wir haben das Laser-Scharfschützengewehr, das Zellen braucht. Dann diese hier. Die macht wie viel Schaden? 24. 42, das Scharfschützengewehr natürlich. Und die rechtmäßige Herrschaft macht 26. Wie viel habe ich gesagt hier? 24. 6,9 Kilo. 5,5. Ja, ich brauche etwa 10 Kilogramm. Komm, das da. Kicken wir einfach mal raus. Das brauchen wir nicht. So, und schon sind wir wieder gut dran und es kann weitergehen. So. Von hier kommen wir, hä? Gut, speichern. Es sieht hier schon wohnhafter aus, wenn ich ehrlich bin. Aha, dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken, Bleib das ist wachsam. natürlich super. Vielleicht hat er einen Hinterhalt geplant. Okay, wenn er es noch absichtlich sagt, dann ist es bestimmt so. Wieso hat es denn hier schon wieder ein Terminal? Below 0. Goals 1. Cards 0. Hurt kann es nicht sein. Learn kann es auch nicht sein. Tells. Tells kann es nicht sein. Image. Das kann es sein. Years kann es nicht sein. Trips. Das kann sein, wenn ich es dann noch mit den anderen vergleiche. Okay, Trips oder Image. Was hat der 0? Cards. Also es ist nicht das S am Schluss. Und Trips hat Bin ein S, drin. dann ist Image.
Turmsteuerung. Systemdiagnose, sind wahrscheinlich noch alle online, oder? Ah, 100% offline. So. Okay, die habe ich schon offline geschaltet. Es wird sowieso gleich der Hinterhalt kommen, denke ich mal. Hier ist eine Tür. Bisschen Kohle. Also er ist ja da drin. Gehen wir zuerst hier rein. Hier ist vielleicht sein Bett. Dinnergabel, Haarklammerbox, schön. Jetzt haben wir die große Sniper hier gelassen. Das reut mich schon ein bisschen. Militäruniform. Ah. Na komm, die bringt eh nichts. Komm, lassen wir hier. Aber die haben wir ja praktisch nie gebraucht, deshalb, ja. Ist das schon gut. Okay, von hier kann kein Hinterhalt kommen. Wir gehen da rein. Okay, das sieht ganz nach dem... Ah, das habe ich wieder zu viel. Psst. Mach schnell. Vielleicht hat hier irgendwas von meinem Schrott noch Platz. So. Irgendwas hat ja immer Platz, so. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Ja, ist da die Frage. Da hat's wieder eine Batterie, die hätte ich gerne mitgenommen. Okay, komm. Wir werden gleich angegriffen, ich weiß es genau. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Aha. Es ist tatsächlich der. Endstation. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Aha, okay. Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm bringen? Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst du es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher in seinem Zuhause. Im Institut. Im Institut, das glaube ich, Jan. Aha. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du dir nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Bist du es? Ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Alter. Töte Kellogg. Okay. Warte mal schnell. Ich möchte noch etwas anderes versuchen. Ich habe ja noch was gespeichert. Wir können das ein bisschen durchproben.
ob es eine bessere Antwort gibt. Zum Beispiel, wenn ich schon anders beginne. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Ja. Du psychopathischer Mörder und Entführer. Gib mir schon. Sofort. Also gleich ran an den Speck, was? Gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber... Das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Er sagt immer den gleichen Müll, aber irgendwie ein bisschen anders. Sag dir, wo er ist, verdammt nochmal! Okay, das hast du dir wohl verdient. Sean ist an einem guten Ort, an dem er sicher ist und geliebt wird. In seinem Zuhause. Im Institut. Aha, okay. So, das Institut. Ich werde meinen Sohn finden, egal wo er ist. Das ist Kampfgeist. Weißt du, du überrascht mich, das muss ich zugeben. Irgendwie mag ich dich sogar. Ich weiß zu schätzen, dass du versuchst, ein guter Vater zu sein. Auch wenn es am Ende nichts bringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Ja, keine Gnade, sarkastisch, bin bereit. In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die Hölle, damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann, du Stück Scheiße. So, da gehen wir gleich mal einen drauf hier. Alter, der hat sich... Der kann sich verschwinden lassen, der Sack. So, schnell mal hier raus. So. Wir machen das ein bisschen taktischer. So. Da kommt eine Granate, schnell Steampack rein. Alter. So, erst die weg da. So, und jetzt den. Wo ist der? Alter, der. Keine Angst. Ist noch. Alter, ist das komisch? So, jetzt brauche ich eine andere Waffe, sowieso. Aber so kannst du ja nicht kämpfen. So. Ah, scheiße, Mann. Ich muss mich schnell mal wieder hochpimpen. Mit Omelette. Ah, jetzt sieht man ihn wieder. Jetzt kann ich ihn angreifen. Oh. Und jetzt kritischer Schaden. Krellog ist down. Oder? Oder? Nee, er ist... Nee, er braucht noch einen Schuss. So. Terminal-Passwort. So viel Technologie. Gehirnverstärker. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Stealth Boy. Schmerzunterdrücker. Wir nehmen einfach mal alles mit, schnell. So. Kommen wir hier rein jetzt? Nicht. Wir haben natürlich Kellogg's Terminal Passwort. Das ist natürlich schön und gut. Zuerst noch das andere looten, sonst. Und dann entscheiden, was weggeht. Was ja eigentlich immer sehr schwer ist. Oh ne, das kann sowieso weg. Der hat auch noch was, oder wie? Ja. So. Ja, jetzt ist Kellogg weg. Eigentlich wollte ich den nicht umbringen, eigentlich. Den hätte ich jetzt lieber
Gelassen. Zwei Sicherungen, Haarklammer. Rekorde, okay. Ja, wir sammeln alles. Ja. Robco Fun, schön. Pip Fail, okay. Hier ist sein Terminal. Ein bisschen moderner, glaube ich, als andere. So wie es aussieht. Zugriffsprotokolle, Sicherheitstür, Steuerung. Gehen wir zuerst da drauf. Tür öffnen. Zugriff, Lokal, Login, Kellogg. Anmerkung, haben den Jungen namens Jean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten, haben neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren, Verstärkung ist versammelt, Vortagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Aha. Wir laden schnell ein Holoband. Was haben wir denn hier alles? Die Buggelsammlung. Ach so, das war das, ja. Pipfall, sei das neue Spiel, dann zocken wir doch das mal. Mal schauen, was es so ist. Bin gespannt. Ach so. Ich check das Game nicht ganz, aber ist ja egal. Hä? Gut, ich hab's auch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Yes. Wir laden's nochmals. So. Collect all 5 bobbleheads. You can fast travel, jump 3 screens. Ach so. Schon wieder reingelaufen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Da oben zählt die Zeit. Ja. Ach, scheiße, das gibt's doch nicht. Ja, sehr viel Score natürlich, so. Okay. Kann ich unten durch, nach links vielleicht? Da oben ist was passiert. Alter, was ist denn das für ein Game? Oh, hier haben... Nein! Ja, das ist ja sauschwer. Okay, gut, wir haben es mal gesehen. Yes. Holoband auswerfen. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Okay. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Okay, die kennen wir ja schon. Wie kann Warum Piper uns helfen? Vertrau mir, die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges durchblicken. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden. Okay, dann... Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Natürlich. Okay. Jetzt haben wir die Türen aufgemacht. Mal schauen, was jetzt hier noch so zutage kommt.
Ah, das war hier, wo wir durchgelaufen sind. Okay, das hat uns überhaupt gar nichts gebracht. Das Leben ist nicht leicht, aber es ist selten langweilig. Ja, denke ich auch. Jetzt ist hier offen. Okay. So, noch die letzten Sachen mitnehmen. Wunderkleber, komm. Das wäre sicher auch gut da. Hier ist der Aufzug. Okay. Wir müssen sehr viel loswerden. Kelloggs Pistole. Komm, die schmeißen wir weg. Brauchen wir nicht. Kelloggs Outfit. 30 Schutz, das ist nicht mal schlecht eigentlich. Aufbereitetes Wasser, ganz ehrlich, brauchen wir nicht so viel. So, das kann erstmal weg. Bier kann auch mal weg. Was haben wir hier noch, was weg kann? Bei Schrott vielleicht was? Das wird jetzt natürlich, ja, geht lange, bis wir da alles zusammen haben. Komm, das hat man eigentlich auch. Rekorde behalten wir natürlich. Schlosshammer kann auch weg. Das brauchen wir. Seife auch. Kleber ist vielleicht nicht schlecht. Stahl, Antiseptikum. Das Antiseptikum wäre auch super. So, brauchen wir auch. Auch. In dem Schraubenschlüssel hat es Zahnräder drin. Ja, klar. Ja, was nehmen wir jetzt noch raus? Hier irgendwas, was schwer ist. Wertgewicht, so. Was ist denn hier am schwersten? Das da. Oder unten am schwersten? Ne, das ist am leichtesten. Okay. Das Steak ist natürlich auch sehr schwer. So ein bisschen. Das kann auch weg. Ne, kommt kein Steak. Das behalten wir. Fleisch kommt den Braten behalte ich, das ist, den habe ich nämlich schon bearbeitet, glaube ich. So, wir sind genau auf 285. Wir rufen den Aufzug. Komm hinein. Nick. Dann fahren wir halt ohne dich. Kommst du ja eh gleich wieder hier. Ja, da plumpst er rein. Wie ein wilder Ghoul kommt er da heran. Alter, sind wir tief unten. Zugang zum Dach. Aha. Deaktivieren mal hier. Nicht, dass wir gleich angegriffen werden. Vielleicht nicht mal so blöd. Verriegelt. Tür öffnen. Da sind wir wieder draußen. Mitten in der Gegend. Okay. Bleibt ruhig. Wir kommen in Frieden.
Welche Absicht? Was? Was ist denn das jetzt? Wir sind die sterbende Bruderschaft. Nein, die sterbende Bruderschaft kommt. Okay, das Schiff sieht schon recht geil aus. Ja, was machen wir jetzt, wenn die sterbende Bruderschaft hier einfliegt? Ah, hör die Militärfrequenz an. Okay. Machen wir sofort. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der sterbenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Okay. Wir müssen also aufs Polizeirevier. Die fliegen hier ein. Wir gehen natürlich zuerst nach Sanctuary. Danach gehen wir wohin? Ich weiß ja nicht. Wir müssen ja nicht sofort zur sterbenden Bruderschaft, glaube ich, oder? Wir können ja auch zuerst mal wieder mit Nick Valentine ein bisschen bleiben und mal zu Piper gehen. Vielleicht gibt's ja da was. So, psst. Ja, ist Nick. Wir nehmen alle Schrott weg natürlich. Komm schon. Sämtliche Einheiten der sterbenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Was sind denn die neuen Befehle? Also, das haben sie ja nur dank uns hingekriegt. Ja, ich kann es bald nicht mehr hören. Was würde ich tun? So, das stelle ich jetzt aus hier. So, ich sortiere ein bisschen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.